So, und dann wirst du Kontakte knüpfen. Nein, lieber beim Prof einschleimen, weil anscheinend muss er noch viel, viel mehr arbeiten, wie es mir scheint. Och Gott, das arme Skelett, das hier so einsam rumsteht. So, was kann er denn noch machen? Er kann ja hier mal ein bisschen Werbung senden und dann weitergehen. Derzeit findet kein Unterricht statt. Das glaubst du doch wohl selber nicht. In 2 Stunden geht's los. Ah, 16 Simoleons bekommen. Okay. Okay. Was ist mit dir verkehrt? Alles gut? Soweit? Oh, was die für luxuriös, was die für einen Luxus haben, wie viele Parkplätze die hier haben. So viel haben wir in unserer Uni nicht. Da kannst du sehen, wo du bleibst, wenn du später kommst. Also eigentlich musst du um 8 Uhr Uni haben und dann hast du einen Platz, aber sonst. Okay. Dann haben wir hier eine Wurfscheibe. Okay. Ich finde das ja süß mit den Rucksäcken. Auch wenn die ein bisschen komisch hängen, aber irgendwie ist das schon süß. Ach so, der hängt so komisch, weil die da normalerweise die Hand dran setzen. Verstehe. Verstehe, verstehe. So. Von allen Studenten wird erwartet, dass sie ihre Kurse, Vorlesungen, Praktika besuchen, um ihre akademischen Leistungen aufrechtzuerhalten. Mehr als einmal zu fehlen, kann sich negativ auf die Leistung auswirken. Mit einem Lehrbuch, Computer oder Smartphone zu lernen, ist eine einfache Methode, die akademische Leistung auch unterwegs aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass sich deine Noten mit der Zeit verschlechtert. Lange Lernzeiträume können sich jedoch negativ auf die Laune auswirken. Ist mit dir alles in Ordnung, Billie Jean Sparks? Du siehst so eingefroren aus. Moment. Billie Jean Sparks. Hoffentlich habe ich die jetzt richtig geschrieben. Jo. Weg ist sie. Prüfungen. Die Prüfungen am Semesterende können großen Einfluss auf die endgültige akademische Leistung deines Sims nehmen. Gute Laune und gute akademische Leistungen wirken sich positiv auf die Prüfungsergebnisse aus. Und Kommunikationsstudenten steigern ihre akademische Leistung, wenn sie ihre Schreib- und Fotografiefähigkeiten verbessern. Der Einsatz der mobilen Radiostation wirkt sich jedenfalls positiv auf ihre akademischen Leistungen aus. Was sollen sie verbessern? Schreib- und Fotografiefähigkeit. Ah ja. Okay. Kannst ja dann nochmal bloggen. Und die Spur mal ein bisschen vor. Dann bei der Gelegenheit kannst du mal was trinken. Und... Oh, wird schon wieder zu... Ah, schon wieder eine Saftparty. Ja, meinetwegen. Ich habe ja irgendwie keine andere Wahl, als daran teilzunehmen. Oh, wow. Wenn das stimmt, bin ich darüber ganz schön aufgeregt. Das erste Mal. Ah, poste halt. Blogs spenden. Aha, okay. Ja, warum nicht? Die Anhänger von Oliver von Hüftgold fanden seinen letzten Beitrag gut. 10 Anhänger, okay. Nehmt euch ein Zimmer. So, dann bitte ich mal um Spenden, weil er das irgendwie will. So, aus die Macht der Produkte lernen. Neuen Blogbeitrag schreiben, das kannst du dann auch machen. Glückwunsch, Oliver hat für die Fähigkeit soziale Netzwerke soeben Level 2 erreicht. 2 neue Smartphone-Folien wurden freigeschaltet. Ah ja, cool. Morgen werden deine Anhänger wahrscheinlich eher für deinen Blog spenden. Ah ja. Was denn? Smartphone-Folie schon. Nee, weiß. Dschungelgrün. Ja, das ist jetzt alles blöd, weil er ist ja, er mag ja eher grün, blau, ne? Nee, weiß, weiß. Schnee, dann passt Schneeweiß doch ganz gut. Moment. Nee.
Telefoneinstellungen, Smartphone, Folie, Schneeweiß. So. Upsa, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gedotzt. Also gegen den Popschutz gedotzt, eher. So, 11.000. Müssen wir mal kurz gucken. Wollte doch sicherlich noch irgendwas anderes. Ich will ja, ach ja, ich muss auf 20.000 noch sparen, weil ich ja will, dass... Sinkt dann meine Leistung sofort? Ja, tut sie. Aber da steigt ja eigentlich sein Sozialbalken, ne? Wenn er sowas hier macht? Ich weiß nicht. Naja, Freund. Ach, seine Professorin ist jetzt seine Freundin. Ist ja cool. Hi. Hier, der Typ will was von dir. What the fuck? Eine Party. Oh mein Gott. Ja klar. Dann gehen wir da doch hin. Ja, ist total lustig. Dann schreib einen Blog-Eintrag und dann gehen wir da hin. Und zwar Blog-App und dann neuer Beitrag. Was schreiben wir denn so? Gleich geht's ab zur wilden Saftparty. Das Beste, Beste nach dem langen Pauken. Weil jeder Mensch sich so artikuliert. So, was haben wir hier noch so schönes? Saftparty veranstalten auf keinen Fall. So. 26 Anhänger gewonnen. Cool. Nur weil ich jetzt wahrscheinlich selber mal geschrieben habe und nicht habe schreiben lassen. Testgelände. Uiuiuiui. Hier drüben findet die Party statt. Ach, und deswegen kann ich da nicht hin, weil Harold nicht da ist. Ach so. Dann halt so. Was ist das? Blog-App. Okay. Harold, dir ist klar, dass du eine Party schmeißt, wo du nicht da bist, ne? Zu der du nicht anwesend bist. Dann werde ich hier mal ein Nickerchen machen, ist mir jetzt egal. 150 Blog-Anhänger will er haben. Harold ist reich. Suche einen Grill, um mal ein paar Burger zu machen. Na klar. Why not? Ah ja, jetzt kann ich ja doch hier rein. Meckern die jetzt, weil ich hier schlafe? Ist die Party vorbei? Wow, das war ja hier richtig lustig. Haben die hier überhaupt einen Grill? Scheint nicht so zu sein. Mach ich mal die Dings weg. Oder ist da ein Grill? Nee, da ist nur eine Bar. Ich habe mir keinen Grill. Na gut, dann fahre ich halt heim. Ja, gern geschehen, dass ich zu deiner Party gekommen bin. Das war kein Ding. 150 Blog-Anhänger. Derek Kahn will er anrufen. Das kann er eigentlich auch nochmal machen. Das sind leicht verdiente Punkte. Nee, das ist Daniel Vaughn. Wer ist denn Derek Kahn? Der hier. Plaudern. Warum hast du deinen Rucksack jetzt aufgesetzt? Huch! Was ist denn das? Ach, ein Käfer. Ich dachte gerade schon, Schnabeltier. Ah, Comics. Oh, das ist aber noch ein Stückchen zu fahren hier, ne? Naja, kriegen wir schon hin. So, dann fährst du heim und blockst doch mal. Und lecker. Leute, ihr seid solche Schweine. Muss erst die göttliche Hand kommen und euch das alles wegschmeißen. So, es reicht. Genug mit Derek geplaudert. So, dann gibt es eine Dosensuppe und dann müsstest du eigentlich gleich wieder ins Bett und... So, neuer Beitrag.
Party fiel aus. Gastgeber war nicht daheim. So. Wow, 54 Anhänger? Krass. Dann, hoppsa. Frag sie mal, ob ihr ein bisschen gemeinsam lernen könntet. Privatunterricht? Ach, bringst du ihr Krams bei, oder? Was macht ihr denn da jetzt? Oder lest ihr euch jetzt gegenseitig im Buch vor? Ah ja. Schön, dann sind sie jetzt synchron müde gewesen und machen sich jetzt bettfertig. Also er auf jeden Fall. Er geht aufs Klo, dann geht er duschen und dann ins Bett. Weil eigentlich Oliver soll ja ein guter Student sein, ne? Ja, und das hasse ich hier mit diesen... Ich will eine Freundschaft aufrechterhalten. Deswegen will ich diese Belohnung endlich haben. Wie lange sind noch... Ist noch Zeit bis Prüfung? 8 Tage. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Aber es ist schon Donnerstag. Ah, wieder so viele festhängende Sims. Aber es geht eigentlich. Hier sind es ja nicht ganz so viele. Ein Fahrzeug gelöscht. Schon wieder Fernseher an, ne? So. Ist noch ein Fernseher an. Die spinnen wohl. Wo ist dieser Fernseher? Ist das Essen schon verdorben? Nee, ist es noch nicht. Also ab in den Kühlschrank damit. Bevor es verdirbt. Oh nee, du bist doch viel zu müde. Dann mach mal noch ein Nickerchen. Jo. Dann kannst du deine Vorlesung besuchen. Oh je. Dann kann er gleich in der Vorlesung schlafen. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht so spät ins Bett gehen, aber nein. Wolltest ja nicht auf mich hören. Er wollte ja nicht hören. Aber es ist ein schöner Campus. Habe ich auch schon bei meiner letzten Aufnahmesession gesagt, dass mir der Campus sehr gefällt. Doch, es ist wirklich sehr, sehr, sehr ansprechend. Connors Haus. Ach so, das ist da diese Vorlesung. Ich verstehe. Hier, da wird es stattfinden. Hallo, lad mal nach. Jetzt haben wir es. Aha. Könnt ihr mich mal durchlassen? Ich will doch nur in meine Vorlesung. Oh, er will mit Freunden bowlen gehen. Wer ist das? Billie Jean Sparks. Ah ja. Ach, die ist auch Professorin. Ich verstehe. Warum hat die denn dann... Ach, das ist die Professorin. Nicht auch, sondern das ist die Professorin. Ich verstehe. Das hier finde ich übrigens ziemlich cool, dass man nicht alles so weg hat, sondern hier auch so ein bisschen... Was machen die hier? Sondern dass man eben auch mal dabei sitzen kann. So, stell mal eine Frage. Was ist hier? Vorlesung besuchen. Ja, das macht er ja gerade. Notizen machen. Dr. Sparks. Hallo? Nee, Professor. Entschuldigung, Professor Sparks. Ich will Sie in Ihren künstlerischen Fähigkeiten jetzt nicht irgendwie unterbinden oder so, aber ich hätte da mal eine Frage.
Jetzt hat sie die gleiche Grafik nur in einer anderen Farbe angemalt. Schön. Hallo? Könnten Sie vielleicht mal... Nüfter. Das Gnagel? Einfach mal ignoriert. Sehr nett. Sehr, sehr nett, die Frau. Vorlesung vorbei? Vorlesung vorbei. Und die Frau setzt ihren Rucksack auf und läuft davon. So, dann mach mal hier ein Nickerchen und dann... Das war's ja heute für den Tag, ne? An Unikram. Dann... Kann er ja mal bloggen. Anhänger um Spenden bitten und dann bloggen. Was ist hier? Erste Vorlesung. An der Universität hat man Gelegenheit, die hellsten Köpfe der Welt zu erleben. Oliver kommt gerade aus seiner ersten Gastvorlesung und ist völlig aus dem Häuschen über das neu erworbene Wissen. Jo. Und unter all der Aufregung muss er sich jetzt erstmal hinlegen und schlafen. Da findet gleich wieder eine neue Vorlesung statt. Das sind mehr die Liebsten, wenn sie mit den Dingern nicht umgehen können. So, ist denn hier irgendjemand? Spielen wieder irgendwas? Der ist bei der Arbeit und darf nicht gestört werden. Na klar. Aha, aha, aha. So, genug Nickerchen gemacht. Wer ist das hier? Wade Anthony. Oh je. Wer ist denn das hier? Ach, das ist mein Rat. Anscheinend. Weil... Komisch. Komisch, komisch, komisch. Strange. Really strange. So. Erste Vorlesung vorbei. Gleich mal am Anfang ignoriert worden. Ja, der arme Kerl. Drei Anhänger. Oh. In Ordnung nur. So, dann. Was könnte er denn jetzt noch machen? Moment. Geh mal in die Bibliothek. Und renne, 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 renne. Jupp. Naja, er hat nicht Lust zu lesen, er hat Lust zu lernen. Und da eigentlich wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Guten Tag. Hallo. Wer ist das? Gabby. Gabby. Ahmed? Ahmed? Keine Ahnung. Hallo. Ich würde gern hier reingucken und auch drin bleiben. Aber es ist cool hier drin. Oh, ist die hübsch. Oh. Hi. Guten Tag. So, gründet meine Lerngruppe. So, dann lernt mal fleißig. Sind aber auch nur die beiden. Ja, so lernt es sich natürlich am allerbesten, wenn man sich so weit wie möglich auseinandersetzt. Na, Hauptsache, du verhungerst uns nicht, Mäuschen. Shannon? Das wäre sehr unpraktisch. So, wie sieht's denn aus? Ja, klar, Studienleistung sinkt. Ah, nee, doch nicht. Hier, was ist das denn? Lerneifer. Endlose Stunden mit der Nase in Büchern haben Oliver mit einem messerscharfen Verstand versehen. Er ist jetzt bereit für den Unterricht. Ah ja. Jetzt so im Moment, aber ich denke eher nicht, weil jetzt findet gerade nichts statt. Sorry, Oliver. Kannst du ja nochmal bloggen? So voll krass und so.
Hallo, wer ist das? Tammy Parker. Ah ja. Uiuiui, ui, hier wird es jetzt richtig voll. Richard Randall, okay. Alter, was kommen denn hier alles für Leute rein? Oh, hallo Harold.